Bis zum nächsten Mal schreibt ihr mir, was für eine Insel wir da machen. Eco, Tycoons oder Tax, okay? Und dann werden wir das auch so machen, wie er das sagt. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Anno 2070. Ja, wir spielen gleich weiter und wie versprochen lassen wir dieses Mal die, welche sind das jetzt? Die T-Con-Ingenieure zu T-Con-Exotiefen aufsteigen. Wir haben schon 4 aufsteigen lassen und können auch schon neue Sachen bauen. Aber wir lassen jetzt erstmal mehrere aufsteigen, bevor wir hier die neuen Sachen bauen, weil ich lasse einfach am liebsten immer gleich so weit aufsteigen, wie geht. Und dann mache ich die neuen Sachen. Wir werden dann auch mal eine Atomrakete bauen oder ein paar auf einmal. Einfach so viele, wie geht. Und dann noch irgendwas kaputt schießen, oder? Was das Blöde ist, ich habe es mal ausprobiert, auf Archen schießen bringt überhaupt nichts, weil die haben unendlich Leben. Aber wir können auf unsere Stadt schießen, halt davor speichern, wir können alles Mögliche machen. Also, es sind keine Grenzen gesetzt. Könnt ihr mal Ideen schreiben, was ich machen könnte, weil ich kann ja so gut wie alles machen. Und dann mache ich das natürlich auch. Okay, die drei da hinten lassen wir auch noch. Ach, wir gucken jetzt einfach mal da rein, was wir bauen können. Okay, warte, da ist ja alles das Gleiche. Wir können jetzt eine Abfertigungsterminal bauen. Das ist so wie eine Hafenanlage, also nicht Hafenanlage, sondern das ist so wie ein Kontor. Das bringt's schon, also das ist nützlich in mancher Hinsicht, weil da kann dann auch ein Schiff hin und Sachen abliefern. So, dann, hier gibt's nichts Neues, da auch nicht, da auch nicht. So, hier, ja, also wir können die Atomraketen noch nicht bauen, aber bald. Die hier, also unter Wasser auch nicht. Die gibt es dank dem Mod. Die müssen wir unbedingt mal bauen, die unter Wasser, also die hier. Oder sind das hier Hafen? Keine Ahnung was. Und das, egal. Eine davon kann man unter Wasser platzieren, so viel ich weiß. Glaube ich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe, dann tut es mir echt leid. Auf jeden Fall eine kann man unter Wasser bauen. Die bauen wir dann mal, weil die hatte ich noch nie. So, jetzt können wir auch Gold abbauen. Wir können das hier abbauen, keine Ahnung, was das ist. Das heißt, Mangan-Abbau, keine Ahnung was. Ist ja auch egal, wir lassen jetzt erstmal hier weiter Leute aufsteigen. Wie viel gehen noch? So, im Moment. Okay, im Moment können nur 6 aufsteigen, schade. Ich glaube, wir kriegen nicht die ganze Stadt voll, oder? Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Ich bezweifle es ja, gell? Okay, die hier können gar nicht, weil sie kein so Finanzzentrum haben, oder wie das heißt. Ja, doch, Finanzzentrum. Okay, dann bauen wir dem eben auch ein Finanzzentrum hin. Dann können die hoffentlich aufsteigen und dann können wir hier mehr aufsteigen lassen. So, wir haben jetzt eine Bilanz von 5000. Hier haben wir ja alles, also kaufen wir da unten dann noch was, oder? Ja, hier fehlt uns noch einiges. Ankauf festgestellt. So, mit der Bilanz sollten wir jetzt dann auch mal über die Millionengrenze hinausgehen und der hat einen Auftrag, oder? Blablabla, folgende Waren zu liefern. Ja, okay, was willst du machen? Krieg anzetteln. Okay, warte, stopp. Und wohin? Ach, okay, dahin. Und woher soll ich das jetzt bekommen? Ich kann es von mir aus in Handel stellen, aber ob ich es bekomme. Warte. Scheiße. Warte, stopp. Habe ich jetzt das... Stopp. Ich mach das da mal weg. Das hier ist... Ach, scheiße, ich wollte... Okay, blöd gelaufen. Die Sachen, wo ich verkaufen wollte, habe ich in Einkauf gestellt. Also, ja. Manchmal verwirren mich die Dinger, weil die sind komisch. Was könnten wir noch verkaufen? Das und das Werkzeug. Ah, stopp. Und dann müssen wir die
modernen Waffen kaufen. Wo sind die denn? Das sind moderne Waffen, oder? Nein, schwere Waffen ist ja das gleiche, aber... nein, wir brauchen nur 30. Machen wir mal 69. Wir haben genügend Geld. Und wir bezahlen mehr als genügend, damit wir auch was bekommen. Und wenn wir halt nichts bekommen, ist das halt Pech für den. Warte, der hat uns jetzt gerade schon mal was abgekauft, nicht schlecht. So, wir sollten dann nämlich auf der neuen Insel, wo wir bauen, bauen wir mal ein Monument und zwar nur mit Techs. Und wir suchen gleich mal eine Insel für das Monument. Okay, nein, die geht schon mal nicht, hat einen Fluss, da bauen wir schon. Die hier geht auch nicht, da bauen wir auch schon. Die hier, die hat auch einen Fluss, aber die könnte in Frage kommen. Die hier, nee, ein bisschen klein. Die hier ist auch ein bisschen klein. Die sind alle so klein. Wisst ihr, ich wollte eigentlich so eine andere Karte, aber die hat's nicht genommen. Und dann, nach dem 10.000. Versuch, habe ich dann überlegt, scheiß drauf, wir nehmen einfach eine normale Karte. Und gucken dann, wie wir es machen. Aber ich sehe hier gerade, wir haben gar keine geeignete Insel bis jetzt gefunden. Okay. Entweder die sind alle groß oder sie sind alle scheiße. Also bis jetzt sehe ich noch keine wirklich gute Insel für ein Monument. Ganz ehrlich gesagt ist die Karte scheiße. Der hier waren wir ja schon. Ja, okay, welche nehmen wir dann? Die hier hatten wir gesagt nicht. Die hier auch nicht. Weil die hier war es, glaube ich, oder? Nein, die wollten wir auch nicht. Nein, die wollten wir auch nicht. Welche war das denn jetzt? Da war so ein kleiner Fluss drauf, oder nicht? Verdammt nochmal. Was ist eigentlich los? Habe ich Alzheimer? Ah, okay, da ist so ein Ding auf der Insel, deswegen wäre es hier ganz geschickt, aber... Ernsthaft, wo ist die Insel, die ich vorhin gesagt habe, sie wäre ganz okay? Ich finde sie jetzt nicht mehr. Wo ist diese Insel? Leute, helft mir! Die hier müsste sein, oder? Aber die ist auch winzig. Die hier war es, glaube ich. Wisst ihr was? Wir nehmen einfach die hier. Da haben wir gleich unseren Freund daneben und deswegen holen wir uns mal zwei große Schiffe, damit wir auch ordentlich Sachen darüber transportieren können. Kommen direkt vom Vorstand. Was? Belohnung? Bla 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 bla. Nein, garantiert nicht. Ich brauche das Essen selber. Du kannst ja selber welches bauen. Du bist ja so perfekt. In Anführungszeichen. Ich habe gerade schon genügend. Neues Fahrzeug. Gut. Neues Fahrzeug. Und da laden wir gleich mal drauf. Hier mal 3 Kacheln voll. Von Baumaterial 3 Kacheln voll. So, und dann schicken wir das gleich mal hier zur Insel. Jetzt müsste gleich unser nächstes Fahrzeug fertig sein. Fertiggestellt. Ja. Und da laden wir dann Eisen drauf. Wo ist das Eisen? Da ist das Eisen. Und zwar auch 3 Kacheln. Was könnten wir noch drauf laden? Ah, warte mal, ich kann die Aufgabe beenden, oder? Sie kommen um Ergebnisse, Sie setzen ja. sich ein. Achtung. Danke. Produktionsstillstand. Okay, wir haben 1 Million. Wir haben 1 Million, habe ich gerade erst gesehen, aber wie viele haben wir denn jetzt genau? Wo steht es? Warte, hier müsste irgendwo stehen, gell? Grafik. Dann hier. Vermögensbilanz. Hier. Also wir. Wir hatten mal mehr angeblich, aber davon habe ich nichts gesehen. Aber wo steht jetzt, wie viel wir genau haben? Wozu komme ich überhaupt her, wenn es dich nicht Egal, also nicht egal, sondern irgendwo stand es mal. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir. Ich würde das nämlich auch gern wieder wissen. Okay, das können wir auch noch auf die andere Insel mitnehmen, obwohl... Wer braucht es?
Ich brauch's manchmal, sagen wir es so. Ich brauch's nicht oft, aber manchmal braucht man Carbon. Zum Beispiel für Flugzeuge, wenn man irgendeinen Krieg anzetteln will, ist Carbon gar nicht mal so schlecht. So, und gleich mal das Monument raushauen, und zwar das normale. Ja. Okay, uns fehlen einige Sachen, aber auf dem Schiff müssten ein paar davon sein. Okay, was fehlt uns noch? Uns müssten, glaube ich, noch Platten fehlen. Tun wir mal die Sachen auf das Schiff. Ja, okay. Davon habe ich sowieso genug, also tschüss. Okay, wir brauchen Platten wahrscheinlich. Platten und was könnten wir noch gebrauchen? Ja, doch, Platten. Wir brauchen Platten. Aber davon haben wir auch nicht zu knapp. Laden wir einfach mal ein bisschen was ein, transportieren es darüber. Und vielleicht sind wir dann auch noch schnell genug, um das wieder aufzusammeln. Dann bauen wir das mal aus. Und wo ist das Warenlager? Hier, gell? Ja. Dann bauen wir nämlich das hier noch da drauf und dann können wir die ganzen Sachen da abladen. So. Da sollten wir halt jetzt schon anfangen, die Sachen zu kaufen. Weil nachher, wenn die riesige Stadt da drauf steht, wird das richtig teuer. Also das ist dann unbezahlbar. Das ist dann viel, viel zu teuer. Aber wir können jetzt ja probieren, im Laufe der Zeit einfach die Sachen zu kaufen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Uhr wir haben, weil ich muss um 15 Uhr, muss ich glaube, gehen zum Zahnarzt. Weil halt, ihr müsst nicht alles wissen. Bauen wir einfach mal hier zwei gleich hin, damit wir irgendwie schon mit Energie versorgt sind. Und dann bauen wir den Weg mal so hin. Sonst holt es nämlich von da und das bringt es nur dahin. Das haben jetzt wird nicht anders verstanden, aber das muss man auch nicht verstehen. So. Na, ich will da noch hinbauen. Oder nein, lassen wir das mal frei. Produktionsstillstand. So, wir haben immer noch eine Bilanz von 5000. Knapp. Sehr knapp sogar. Und was, das gehört noch uns. So. Und was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir das Monument, gell? Ah, was klicke ich eigentlich hier rum? Das Monument. Okay, sollen wir das jetzt hier an den Rand hinbauen? Weil das hat in dem Spiel keinen Umkreis. Also das steht halt irgendwo. Es hat keinen, wie soll man das sagen? Es hat kein Umfeld, wo es wirkt und in den anderen nicht, sondern das gilt einfach überall mit dem Mod. Und deswegen wäre es ganz sinnvoll, das einfach irgendwo an den Rand zu bauen. Also wäre nicht sinnvoll, aber wir können es natürlich auch mitten in die Stadt bauen, aber ich hatte das halt noch nie am Rand stehen, also probieren wir es einfach mal aus, wie es ist, wenn wir das einfach hier ganz an Rand klatschen. Ihre Logistik versagt. Ja, ja. Ja, ja, leise, komm, halt's Maul. Schnäuzle zu. Weil, wenn wir könnten es jetzt natürlich auch in die Mitte bauen, aber wenn's, das hat doch eh unbegrenzte Reichweite, oder? Ja, es hat unbegrenzte Reichweite, also wieso sollten wir es in die Mitte bauen? Okay, warum auch immer haben wir da jetzt keine Bauzellen mehr? Also holen wir schleunigst wieder welche, damit unsere Logistik nicht versagt, so wie sie es auszudrücken pflegt. Ja, okay, sie hat recht. Es fehlen Sachen, und zwar genau das, was sie gesagt hat. Die Bauzellen. Und zwar laden wir einfach mal das ganze Schiff voll. Oder das andere Schiff kann sich gegenüber ihren Kontrahenten machen wir mit Werkzeug voll. Und dann haben wir hoffentlich genügend auf der anderen Insel. Weil wir produzieren ja so viel, das können wir uns leisten, einfach mal da alles wegzuhauen. Okay. Könnten natürlich jetzt auch noch die Insel ein bisschen ausbeuten, aber das würde halt der Ökobilanz schaden. Wir können natürlich sowas bauen.
Okay, wir lassen jetzt mal die Minenbauplätze frei für die, wie heißen die Dinger? CO2-Speicher. Okay, die bringen zwar nicht so viel, aber ich habe ja die Eden-Formel. Oh, ja, genau. Perfekt, perfekt. Was brauchen wir dafür? Okay, 20 Bauzellen. Ich will den Leuchtturm. Okay. Okay, es passt alles hin und es speichert. Wir sind nämlich bei 15 Minuten. Spiel gespeichert. Los. Jetzt will ich. Okay, dieses Mal ist ziemlich viel passiert, oder? Also wir haben jetzt ein Monument. Wir haben die Exotiefe. Wir haben über 1 Million. Und wir können den Leuchtturm bauen, auf den ich ewig gewartet habe, weil das ist einfach. Es ist ein richtig gutes Feature. Also, guckt, seht ihr, wie das aussieht? Das sieht doch richtig schön aus, oder? Dann noch die Stadt mit ihren Lichtern. Es ist jetzt nicht wirklich so beleuchtet, aber es hat Lichter. Probieren wir mal das hier aus. Also, Abenddämmerung. Sieht auch richtig schön aus. Dann hier. Das hier ist Morgendämmerung und das hier ist Tag. Also Abenddämmerung finde ich am schönsten. Ja, ich beeil mich, ich beeil mich. So. Dann reißen wir das gleich wieder ab. So. Okay, wie, ich weiß jetzt nicht, wie wir das nennen sollen. Aber ihr habt schon gesehen, also das hat jetzt richtig Geld gekostet. Das eine. Das hier kostet dann schon 16.000, also es wird immer teurer. Keine Zwischenfälle bisher. Immer, immer teurer. Okay, Gratulation, danke. Laden wir das noch ab. Und was können wir denn noch machen? Hm. Ja. So, wir ziehen uns jetzt mal den Weg da unten in die Leiste und bauen dann beim nächsten Mal die Stadt, oder? Aber bis dahin könnten wir ja noch hier mal... Was ist das hier? Okay, das ist, glaube ich, irgendein Einkaufszentrum oder U-Bahn-Station. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sind Fahnen, ja. Container. Was ist das? Brunnen. Okay. Das ist irgendein Tier. Oder? Cool. Sieht doch cool aus, oder? Also was, sowas bleibt... Okay, was ist das für ein Viech? Ein gepardeter Ochse. Keine Ahnung, was das sein soll. Wir platzieren solche Dinger dann überall in der Stadt, weil das sieht richtig schön aus. Okay, was ist das? So eine Werbesäule. Keine Ahnung. Wo sind die Bildschirme? Die Bildschirme sind schön. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Müssten, glaube ich, hier sein. So. What's that? Holy shit. Was ist das? Ist ja geil. Das habe ich noch nie gesehen. Okay, nein. Ein kleiner Bildschirm kenne ich. Den kenne ich auch. Den kenne ich auch. Den kenne ich auch. Den auch. Den auch. Also ich kenne die eigentlich alle. Okay, was? Das sieht richtig schön aus da. Okay, wir können das sogar ändern. Geil. Okay. Sowas müssen wir dann irgendwo platzieren, auf jeden Fall. Also sowas müsst ihr mich dran erinnern, wenn ich es vergesse. Sowas platzieren wir auf jeden Fall irgendwo mitten in der Stadt. Also so ein riesiger Campus mit Bildschirm und so. Also ich habe da schon richtig eine Vorstellung von. Was könnten wir dann jetzt noch machen, außer, ja, es lohnt sich nicht wirklich jetzt anzufangen, Häuser zu bauen, aber, naja, wir können es ja trotzdem machen. Okay, der Berg ist halt jetzt hier ein bisschen im Weg, also bauen wir mal so, ziehen hier einfach mal einen Weg entlang. Produktion der Stadt. So, der ist auch schön an der Mine angeschlossen. Also das ist perfekt geworden und jetzt sollen wir da jetzt einfach eine Häuserreihe hinsetzen. Okay, ich weiß nicht, irgendwie...
Ich wollte gerade irgendwie das da rausziehen, aber hab's nicht geklickt. Sollen wir das jetzt dahin? Also die Frage ist ja eigentlich jetzt, die grundlegende Frage ist jetzt, was für eine Insel machen wir hier? Weil... Ey, wisst ihr was? Bis zum nächsten Mal schreibt ihr mir, was für eine Insel wir da machen. Eco, Tycoons oder Tags, okay? Und dann werden wir das auch so machen, wie er das sagt. Also, dann speichern wir jetzt mal. Und das nennen wir... Monument, oder? Monument. Okay. Speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann bauen wir wahrscheinlich das Monument vollkommen zu Ende. Ich weiß halt nicht, wie lange das noch dauert. Also es kann auch sein, dass es beim übernächsten Mal fertig wird. Also dann, ciao, ciao.